Tja, so ist das wohl, wenn man da in so einem Irrenhaus wohnt. So. Die schien auch gar nicht so freundlich zu sein, die gute Dame. Ein Knast ist wie ein Käfig, nur dass er diese Vögel nicht zu stören scheint. Nö, Tauben, die leben ja immer im Käfig, sind ja gewohnt, die mögen das. Bis sie dann schließlich auf den Grill kommen oder Post wegbringen dürfen. Ach so, gedrückt hat, dann kann man da hingucken. Das ist ja auch eine tolle Skyline da hinten. Alles qualmt und lecker. Da haben wir nichts mehr. Oh, ein Klo. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, hab ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir gleich die Kehle befeuchten. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie gekillt. Schmutz! Verderben! Jo, anscheinend sind wir gerade ins Wunderland gefallen. Da sind wir schon. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Ja, sind wir ja sowieso im Tal der Tränen. Oh, schaut euch mal die Kuhle an. Eine fliegende Kuhvogel, Tier, Mach, weiß ich nicht, Viech. Oh, ist das eine Erinnerung wieder lang. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Oh, wir können sogar einen Doppelsprung machen. Hier können wir aber noch nichts, dann gehen wir darüber. Ist da noch, da war noch so ein... Das wissen wir doch schon. Darunter wollen wir lieber nicht, denke ich. Dann ist das ja hier schon richtig. Das sieht aber richtig schön aus hier auch, ne? Also da dieses Mädchen, das ist auch Alice, oder? Läuft das Wasser aus den Augen. Oh. Ah, runtergefallen. Na egal. Wir müssen hier hin, denke ich, weil da noch eine Erinnerung liegt. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. So, da unten ist nichts. Ne, dann springen wir gleich auf den Pilzen weiter. Ist da noch was? Ne, da. Ein Pumpepilz. Ui.
Okay. Da holen wir erst die Erinnerung. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Ja, macht ja nichts. Kann man trotzdem alles essen? Was ist das? Ducken kann ich mich nicht. Nee, da komme ich nicht rein. Dann gucken wir mal woanders weiter. Hier kann man ja eventuell... Kann man da runter? Ja, wir gehen einfach mal da runter. Ups. Trink mich. Na, wenn so eine Aufforderung das da hängt. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen. Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Okay. Okay, da sind wir klein, das verstehe ich. Was ist das? Auch eine Erinnerung. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt sieht man sie kaum, wie eine Füchsin in ihrem Bau. Ach, da sind Markierungen dran, deswegen. Ui, X. Da machen wir uns wieder groß. Das sind Sprungpilz. Ach ja, wir sind wieder hier. Jetzt gehen wir da wieder hoch. Und jetzt können wir da reinlaufen, ne? Genau. Hier in den Bäumen sieht es ja nicht so berauschend aus. So, da wird gespeichert schon wieder. Oh, eine Schnecke. Kann man damit was machen? Oh, ich habe Zähne aufgesammelt. Habe ich jetzt irgendwie gar nicht gesehen, dass da Zähne sind. Da ist auch noch ein Schlüsselloch. Ja gut, wir kommen da ja auch gar nicht weiter, also müssen wir da ein Schlüsselloch. Tun wir das auch mal. Aber wir sollten vielleicht auch so mal ein bisschen klein machen, weil da diese Pfeile auf dem Boden sind und alles und wir vielleicht sonst irgendwas übersehen. Wie das da zum Beispiel. Monster mit Messer. So, erstmal noch drei Zähne. Monster mit Messer, naja. War doch wieder ein Haus. Da geht's nach Haus. Da geht's oben raus wahrscheinlich. Aber wir gucken erstmal hier. Ah, da ist eine Erinnerung. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Okay, die hätten wir sonst vielleicht übersehen, ohne das. Hui. Das sieht mir aus, ich kann mich nicht drehen, wie eine Rutschbahn. Okay, dann sammeln wir die Zähne mal ein. Wir wissen zwar immer noch nicht, wofür die da sind. Uiui. So, da ist mir gerade doch tatsächlich einfach das Spiel abgestürzt. Und ja, weil wir nicht immer speichern können, müssen wir leider den letzten Speicherpunkt nehmen. Und hier einfach nochmal anfangen. Geh doch da rein. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht allzu oft. Wäre schon ziemlich blöde sonst. So, da hinten war ja noch eine Erinnerung hinter den Stein. Da war sie. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Und dann rutschen wir hier gleich einfach runter. Ich hoffe, jetzt stürzt es nicht wieder ab hier in der Rutsche. Weil dann haben wir ein Problem. Dann muss ich nämlich erstmal gucken, wann das liegt. Ein goldener Zahn. Okay, nee. Es geht weiter. Noch Zähne. Bin ich gespannt, wofür die gut sind, die Zähne. Was ist das? Oh. Gegen die Schnecken rutsche ich mal lieber nicht. Ui.
Da ist mal einer aufgeschlagen. Den hat's dann wohl... Das ist alles voll Blut, der ganze... Das ist schon ein bisschen eklig. Da will ich eigentlich gar nicht reingehen. Ist da noch irgendwas? Ne, da ist nichts. So. Oh, oh, ein Skelett. Da hat's irgendwen erwischt. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Die Vorpalklinge. Mächtig, macht was? Macht Zerschniffer Schnück, lässt sie tot zurück. Okay. Den schnellsten Schaden zu, okay. Okay, das kriegen wir hin. Das ist ja nicht allzu schwer. So, wo sind sie? Okay, die kann man... Da sind Zähne drin. Ach, dann hätte ich die mit Sicherheit eben auch umrutschen können. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Dann tun wir das doch, ne? Also hier gegen die... Oh. Gegen die Schneckenhäuser, da gewinnen wir ja auf jeden Fall. Ne? Die wehren sich ja auch nicht. Warum kann man denn da immer noch hingucken? Verstehe ich nicht. So, hier, zack. Da noch einer. Oh, das sieht nach Kampfplatz aus. Oh, 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 oh. Schleichender Verfall. Ja, gut. Was war denn die Feststelltaste? Achso, die. Okay. Ah, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Okay. Klatsch, da kriegst du sie. Hässlich, eklig und böse. Alles vereint in einem Monster. Ja, alle mal weg. Na, so schwer war es nicht. Da liegt noch was. Wer war da? Wer war da? Wir haben ihn gesehen, aber nicht erkannt. Also schnell. Ach, die Rosen sind unsere Lebenspunkte, glaube ich. Da liegt noch eine Erinnerung. Oh. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. So, weiter im Programm hier. Schweben können wir auch. Und das Schönste, wenn drückst du und heißt, ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das geht doch mit Sicherheit in die Hose. Das war ja schon gut. Ist richtig geil geschwebt, vor allen Dingen. Ach, im Doppelsprung muss man. Okay. Okay, das verstehe ich. Gut, das haben wir. Ach so, damit... Ah, cool, damit kann ausweichen. Wir gehen erstmal nach da oben noch. Da scheint ja... Oh, da liegt noch was. Ich weiß aber nicht, eine Flasche aufgesammelt. Ich weiß nicht, wofür das ist, also... Da schweben wir wieder rüber. So. Da ist noch eine Flasche. Okay. Also die Steuerung finde ich eigentlich ganz cool eigentlich. So mit dem Schweben und ich weiß nicht was und alles und so.
Macht auf jeden Fall Spaß. Wo geht's denn da runter? Ui. Da sind noch Zähne, ein goldener Zahn wieder. Wir machen uns mal klein, gucken, ob hier noch was ist. Wir sehen nichts, also wieder groß. Da ist ein... Uiuiui. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein, zu meinem sowieso nicht.